Mein Name ist Jakob Bielmeier und ich bin bei der Stadt Augsburg für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit tätig. Wir befinden uns gerade mit einem Team von 3 Personen in Jordanien. Und in Jordanien suchen wir eine Projektpartnerschaft bzw. eine potenzielle Projektpartnerkommune. Ja, wie sind wir nach Jordanien gekommen? Wir haben ein Vermittlungsangebot bekommen und mehrere aus verschiedenen Ländern. 2 Kommunen sind da besonders herausgestochen, eben aus Jordanien, die wir jetzt dann in den nächsten Tagen besuchen werden. Dabei sind wir nicht allein. Marhaba, ich bin Mohammed Ababne. Ich arbeite im Projekt Khabarat Baladiya in der Schrq-Al-Awsat. Ich bin Mensch des Projekts in Jordanien. احنا حاليا انا حاليا مع وفد من من مدينه اوكسبورغ رايحين نزور رمثا وبعدين راح نزور الكرة. Zwei Prinzipien sind uns dabei sehr, sehr wichtig. Das ist zum einen, dass wir dem Partner auf Augenhöhe begegnen. Also sprich, dass wir nicht im neokolonialen Stil nach Jordanien kommen und als Stadt Augsburg helfen, sondern dass es einen Wissenstransfer von Partner zu Partner gibt. Ein zweites Prinzip, das uns sehr wichtig ist, ist, dass wir ergebnisoffen an die Sache rangehen. Dass wir noch gar nicht wissen, in welchem Schwerpunkt wir dann kooperieren werden, weil uns der Bedarf des Partners am wichtigsten ist. Wo dieser in Aramtha liegt, erklärt uns Bürgermeister Hussein Abu Al-Shay. Seit Beginn des Krieges in Syrien hat sich die Einwohnerzahl auf rund 200.000 verdoppelt, was auch enorme Konsequenzen für den Abfallsektor hat. Der Müll wird unsortiert auf der lokalen Mülldeponie entgelagert. Zwar ist eine Sortieranlage bereits im Bau und soll bald in Betrieb genommen werden, doch beispielsweise beim Thema Recycling steht Aramtha noch ganz am Anfang. Weiter geht es in den Süden Jordaniens. Dort besuchen wir die Gemeinde Mutta, in der rund 80.000 Einwohner und darunter 14.000 syrische Geflüchtete leben. Besonders die Energie- und Abfallversorgung stellen Mutta vor große Herausforderungen. Um die hohen Stromkosten zu senken, will die Gemeinde auf LED-Straßenbeleuchtung umstellen. Doch die finanziellen Mittel dafür fehlen. Genauso fehlt das Wissen, um den gesammelten Müll wiederzuverwerten. Wie Müll erfolgreich sortiert wird, sehen wir in der Nachbarstadt Al-Karak. Die Wertstoffe sind eine wichtige Einnahmequelle für die Kommune. Sie werden verkauft oder recycelt. Beispielsweise werden organische Abfälle kompostiert und der Humus von der Stadt wiederverwendet. شو الاشي اللي ممكن البلديات الاردنيه تتعلمه من الـ من الـ من الالمان وشو الالمان ممكن تتعلمه من البلديات الاردنيه صراحه كثير اشياء واحده من الاشياء اللي كثير مهم بالنسبه للبلديات الاردنيه حاليا هي اداره النفايات الصلبه موضوع الطاقه بالمقابل البلديات الاردنيه صار عندها خبره كبيره كثير في دمج اللاجئين وفي دمجهم بشكل عام Abfallwirtschaft. Dieses Thema nehmen wir mit nach Deutschland zurück. Und die Frage, wohin wir als Stadt Augsburg zurückkehren werden. Nach Aramtha oder nach Mutta?